Ja, ich bin Arthur und ich bin bei uns in der Gemeinde der Musikleiter. Das bedeutet, dass ich mit ganz vielen Menschen bei uns in der Gemeinde Musik mache, in Chören, in Orchestern, im Gemeindegesangsteam und habe da echt viel Freude, mit den Leuten Musik zu machen und den Herrn zu verherrlichen. Ich bin Diana, in der Gemeinde bin ich in der Chorarbeit und auch im gemeinsamen Gesang tätig und mache hier jetzt die Musikdienstausbildung. Tatsächlich gab es in meinem Kopf so viele unbeantwortete Fragen aus meiner Prägung heraus, aus der ich komme, ja, aus einer, ich sag mal in Anführungsstrichen, konservativen Prägung, wo einzelne Musikelemente verteufelt wurden. Auf der anderen Seite aber auch so ein Spannungsfeld in der Gemeinde, wo eine junge Generation reindrängt und Musik gerne in der Gemeinde sehen möchte, die sie auf Spotify hört. Und irgendwie passte das alles nicht zusammen und es gab ständig Spannung. Und ich war ständig auf der Suche nach Antworten. Und zwar eigentlich, um anderen Antworten zu geben. Gar nicht so sehr, um Antworten für mich zu finden, muss ich ganz ehrlich zugeben. Gott sei Dank hat er da eingegriffen und hat dafür gesorgt, dass ich Antworten für mich finde. In der Musikdienstausbildung nehmen wir verschiedene Fächer durch. Also da geht es zum einen um biblische, musikalische Prinzipien, dann aber auch musikalische Fertigkeiten werden uns weitergegeben, wie Arrangement, Harmonielehre, Rhythmik. Es geht um einen ganzheitlichen Ansatz. Also wir machen viel mit Musik, ja, aber wir machen genauso viel auch im Bibelstudium. Und zwar mit den gleichen Lehrern. Die Lehrer, die mit uns Musik machen, machen mit uns auch Bibelstudien. Finde ich total klasse. Das kenne ich so aus der Vergangenheit nicht. Wenn ich auf dem Dirigentenlehrgang war, dann gab es halt die Lehrer, die Dirigieren mit dir gemacht haben. Und dann gab es irgendwie einen Ältesten, der mit dir Bibelarbeit gemacht hat. Und hier findet das ganzheitlich statt. Also es gibt, ich sag mal so, es gibt viele Musiker, auch in den Gemeinden, ich war auch eine davon, die auch sehr viel unbewusst Musik machen und auch umsetzen. Durch die Musikdienstausbildung lernt man viel bewusster Musik auszuüben, Lieder vorzubereiten und vor allem lernt man halt da, welche Verantwortung man als Musiker hat. Vor der Gemeinde, aber auch vor den Herren. Wir haben ein Fach Charakterbildung, das teilen wir uns mit den Seelsorgern. Also geht auch ernsthaft zur Sache. Wir machen nicht nur irgendwie Spaß an der Musik, sondern nein, an unserem Charakter arbeiten wir. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Sünde in unserem Leben. Musik als Diener der Gemeinde, auch sehr viel über Herzenshaltung gesprochen, über Diensthaltung, über Charakterzüge, die wir als Diener Gottes einfach uns zulegen müssen und andere Charakterzüge, die wir ablegen müssen. Es verändert einen geistlich. Und das ist einfach dieses Besondere. Es prägt einen. Und mit dieser Einstellung dann in die Gemeinde zu gehen und dort zu dienen, Gott zu verherrlichen. Aber was hier sicherlich ein Alleinstellungsmerkmal ist, ist, mach selbst Musik, stell Musik her. Also erstell dein eigenes Arrangement, stell das auf die Bühne, warte auf das Feedback aus den Reihen finde ich auch einen ganz spannenden Ansatz. Trotzdem sehr zeitintensiv. Es ist unglaublich wertvoll, ich würde es jedem empfehlen, nur wirklich mit einer sehr klaren Haltung, dass ich das dann auch wirklich durchziehe. Ja.